Heute wollen wir mal lernen, wie man schneller einschlafen kann. Es kann natürlich verschiedene Gründe geben, warum man es lernen will. Einfach nur, weil man Probleme hat, schnell einzuschlafen. Oder aber auch fürs Klarträumen ist es ja manchmal hilfreich, sich nachts aufzuwecken und dann will man dadurch natürlich auch keine Schlafstörungen entwickeln. Und dieses Problem, dass man nicht einschlafen kann, das ist halt echt schwierig zu lösen. Man kann ja nicht einfach den Körper zwingen, in Schlafmodus zu gehen. Es gibt schon manche Leute, die können wie auf Knopfdruck schlafen. Es gibt auch Leute, die können auf Knopfdruck klarträumen. Den meisten geht es aber nicht so, die haben nicht dieses Glück. Naja, und man kann es vielleicht ein bisschen lernen. Die Frage ist, wie weit, aber ich werde jetzt zumindest mal ein paar Techniken vorstellen. Es gibt ja sehr viele Therapieansätze gegen Insomnie, die helfen. Nicht nur, wenn man Insomnie hat, auch wenn man ansonsten halt lernen will, schneller einzuschlafen. Aber die helfen halt nur begrenzt. Das ist sicherlich auch zu einem Teil was Individuelles. Also man kann verschiedene Sachen einfach ausprobieren. Manches funktioniert besser. Aber die ganze Forschung zu dem Thema ist halt schon ziemlich begrenzt, muss man sagen. Es gibt schon ziemlich viel Forschung, aber es gibt halt auch trotzdem keine so richtig guten Behandlungen. Es gibt diesen Goldstandard, der immer eingesetzt wird, wenn man Schlafprobleme hat. Und er besteht zum einen aus Schlafhygiene und zum anderen aus, ja, kognitiv-behavioraler Therapie, kognitiver Verhaltenstherapie. Das wird echt immer propagiert, funktioniert aber gar nicht so bei so vielen Leuten. Es ist halt so das Einzige, was sich die TherapeutInnen überhaupt vorstellen können, was man machen kann. Aber es sind halt sehr oberflächliche Ansätze, weil die basieren nur darauf, das eigene Verhalten zu verändern und irgendwie zu versuchen, die eigenen Gedanken zu verändern. Aber sowas wie tiefere emotionale Prozesse, gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge, die vielleicht auch für schlechten Schlaf verantwortlich sind, das wird darin überhaupt nicht angegangen. Also man kann Schlafprobleme natürlich individuell betrachten, aber andererseits ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und es ist natürlich schwieriger, das auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene zu behandeln. Trotzdem muss man das irgendwie thematisieren. Und man kann schon auch ein bisschen was machen, um zumindest ein klein wenig aus diesem System nicht auszusteigen, aber sich ein bisschen davon zu entfernen. Ist nämlich tatsächlich so, dass klinische Insomnie bei 10 bis 20% der Weltbevölkerung besteht und nicht klinische, also einfach Schlafstörungen, haben bis zu 50% aller Menschen weltweit. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass das so gravierend ist, dass sie im Alltag nicht mehr funktionieren, so wie es bei den klinisch insomnischen Personen ist, aber es ist doch schon erschreckend. Und was halt da noch gar nicht mit drin steckt in den Zahlen ist, dass sehr viele Menschen einfach weniger als 7 Stunden am Tag schlafen. Nicht, weil sie nicht mehr schlafen können, weil es nicht funktioniert, sondern einfach, weil sie nicht die Zeit haben oder weil ihnen der Schlaf nicht wichtig genug ist. Obwohl andererseits halt wissenschaftlich schon lange klar ist, dass weniger als 7 Stunden Schlaf am Tag mit sehr großen gesundheitlichen Problemen zusammenhängt. Das interessiert einfach nur niemanden. Also WissenschaftlerInnen schon und die Betroffenen vielleicht auch manchmal. Aber am Ende ist halt die Lohnarbeit doch wichtiger und auch der Freizeitstress, um irgendwas dagegen zu unternehmen, gegen diese unsichtbare Pandemie. Ja, was sind das für gesundheitliche Probleme? Das kann man alles googeln. Natürlich werden Unfälle häufiger, Konzentration nimmt ab, aber halt auch die kognitive Leistung chronisch gesehen. Also man kann daraus sogar Demenz und Alzheimer entwickeln. Das Immunsystem wird geschwächt, kann sehr viel mehr Krankheiten haben dadurch. Und wenn man chronische Schmerzen, Depressionen oder sonst irgendwas hat, dann wird das alles verschlimmert. Einfach durch Schlafmangel. Das heißt, viel Schlaf ist jetzt gar kein Luxus, auch wenn natürlich Leute, die besser gestellt sind finanziell, sich viel Schlaf eher leisten können
obwohl sie sich's trotzdem nicht leisten, weil sie eben so Arbeitstiere sind meistens. Aber zumindest können die sich eine störungsfreiere Schlafumgebung leisten. Wirklich hart getroffen sind eigentlich vor allem sozial benachteiligte Gruppen. Zum Beispiel Frauen haben sehr viel mehr Schlafstörungen als Männer. Frauen haben auch mehr Albträume, sind auch sehr viel häufiger traumatisiert. Und es ist auch alles wissenschaftlich bekannt, auch die Zusammenhänge zwischen Trauma und Schlafstörungen zum Beispiel. Oder dass halt auch, wenn Kinder vernachlässigt werden oder sogar missbraucht werden, wenn denen emotionale Nähe, also auch körperliche Nähe, gefehlt hat, dass sie dann sehr viel mehr Schlafstörungen entwickeln. Und weil eben weil das alles so krasse Konsequenzen auf die Gesundheit haben kann, halte ich es nicht für ein Luxusthema, mit dem man sich beschäftigen kann in guten Zeiten. Und wenn man nur irgendwie die Ressourcen hat, sich um seinen Schlaf zu kümmern, den zu verbessern, sollte man die anzapfen, weil dieser Teufelskreis, der zum Beispiel zwischen psychischen Krankheiten und Schlafstörungen oder auch chronischen Schmerzen und auch körperlichen Krankheiten und Schlafstörungen besteht, sodass das eine sich negativ wieder aufs andere auswirkt und so weiter. Das bedeutet, auch wenn man an der einen Stelle ansetzt, dann hat man sehr viel bessere Möglichkeiten, die andere Stelle wiederum zu behandeln. Also wenn man zum Beispiel Depressionen hat, dann gehört zur Behandlung unbedingt dazu, halt auch seinen Schlaf zu verbessern. Und wenn man seinen Schlaf verbessern will, muss man natürlich auch Depressionen behandeln, wenn man welche hat. Also da sollten die Faktoren gemeinsam angegangen werden. Und was man nicht machen sollte, einfach Pillen reinwerfen, vor allem weil die Nebeneffekte haben und wenn man sie dauerhaft nimmt, dann verstärken sie sogar die Schlafstörung. Also das ist echt keine gute Idee. Und aber wie gesagt, aus meiner Sicht reicht es halt auch nicht, wenn man sich dann an diese Schlafhygiene und die kognitive Verhaltenstherapie hält und dann irgendwie Techniken durchführt. Aber zumindest kann man sich mal anschauen. Das ist ja auch alles im Internet verfügbar, brauche ich jetzt nicht alles aufzuzählen. Manches davon hilft dann schon. Zu einem gewissen Grad hilft das und das ist dann deswegen auch schon was Gutes. Nur wir müssen da noch mehr machen. Und dieses Mehr, darüber möchte ich jetzt auch reden. Also kommen wir jetzt mal zum Beispiel zur Schlafhygiene. Das ist so die Basic-Maßnahme, die man eigentlich bei jeder Therapie, bei Schlafstörungen anwendet. Zusätzlich braucht man dann immer noch andere Techniken. Aber ohne Schlafhygiene funktioniert es halt echt nicht. Und da wird einem halt einfach das empfohlen, was sowieso alle wissen. Zum Schlafen muss es dunkel sein, man sollte nicht gestört werden, das ist klar, oder? Man sollte vorher nichts Schweres essen, man sollte keine Alkoholexzesse haben und man sollte einen regelmäßigen Schlafrhythmus haben und nicht ständig anders schlafen. Was auch wichtig ist, zum Beispiel körperliche Betätigung oder dass man eben von Handys und so weiter Abstand nimmt und von allen möglichen Dingen, nicht nur so technische Sachen, die mit Licht zu tun haben, die dann den Biorhythmus durcheinander bringen, also abends meine ich jetzt, ne? Ein paar Stunden vorm Schlafen gehen und vor allem nachts auch, sollte man diese Dinge nicht mehr anwenden, aber andererseits sollte man ganz grundsätzlich dann auch keine so aufregenden Dinge tun, um einfach den Stresspegel zu reduzieren. Und das hängt halt damit zusammen, dass das grundsätzliche Problem bei Schlafstörungen auf der physiologischen Ebene mit Hyperarousal zusammenhängt. Das heißt, dass einfach das Gehirn die ganze Zeit überaktiviert ist, dass das sympathische Nervensystem überaktiviert ist. Das ist eben für Konzentration und Alarmzustände zuständig. Und dann gibt es noch das parasympathische Nervensystem, das ist eben für Entspannung zuständig. Und die sollten ausgewogen funktionieren. Und das sympathische Nervensystem, das ist eigentlich so für Ausnahmesituationen gedacht und nicht für rund um die Uhr in Alarmbereitschaft sein. Das ist natürlich bei Leuten, die traumatisiert sind, schwer zu vermeiden. Aber es hängt natürlich auch mit dem Lebensstil zusammen. Wenn man ständig Social Media hat, Nachrichten, Kommunikation mit Leuten, Filme, Medien, alles Mögliche, dann hat man so eine Reizüberflutung und das ist auf jeden Fall nicht gut zum Schlafen. Vor allem halt nicht vor dem Schlafen gehen. Ein paar Stunden vorher sollte man wirklich runterkommen, die Zeit nutzen, einfach um wieder sich auf sich selbst zu besinnen
keinen neuen Input kriegen, sondern wenn halt der ganze Input vom Tag noch da ist, den irgendwie verarbeiten, zum Beispiel Tagebuch schreiben und so, damit es raus ist aus dem Kopf, damit man sich nicht während des Einschlafens dann plötzlich damit beschäftigt. Weil das ist so das Phänomen, was da eben stattfindet, ne? Plötzlich kommen die Gedanken hoch, alle möglichen Dinge, es können natürlich Sorgen sein, ganz besonders, aber es können auch Sachen sein, die nichts mit Sorgen zu tun haben. Man plant irgendwas oder man erinnert sich an irgendwas. Und der Grund dafür ist, denke ich, zumindest zum Teil, weil man sich am Tag gar nicht damit beschäftigt hat. Weil man sich nicht die Zeit nimmt, einfach mal sich auf sich selbst zu besinnen und diesen ganzen Gedankenstrom einfach mal vorbeirauschen zu lassen. Vielleicht so ein klein bisschen sich aktiv dran zu beteiligen, aber vielleicht auch ein bisschen so Mindfulness-Meditation-mäßig, das einfach nur zu beobachten. Und das ist auch ein Grund, warum so diese Meditation und so mittlerweile bei der kognitiven Verhaltenstherapie manchmal on top gesetzt wird, weil das dann einfach besser funktioniert, als wenn man sich einfach nur damit beschäftigt, seine Gedanken anzupassen, seine Gedanken zu ändern. Aber auch das reicht, finde ich, noch nicht. Also es geht alles in die richtige Richtung. Man braucht mehr Ruhe im Leben. Vor allem Menschen mit Hyperarousal, das eben nicht nur dadurch entsteht, dass wir am Tag aktiv sind, sondern eben zum Beispiel durch Traumaerfahrung. Und dann muss man natürlich in irgendeiner Form Traumatherapie machen, an irgendeinem Zeitpunkt auch. Es geht natürlich nicht immer, aber irgendwann muss man sich damit wohl beschäftigen. Und gleichzeitig auch lernen, zur Ruhe zu kommen. Diese Fähigkeit, wieder runterzukommen, das ist es eben, was vielen Menschen fehlt, die traumatisiert sind und was auch viele Menschen mit Hyperarousal eben nicht können oder nicht gut genug. Und da muss man echt Dinge finden, das wird dann in der Traumatherapie zum Beispiel auch als Ressource bezeichnet, die einem gut tun und von denen man weiß, die bringen einen wieder von dieser extremen Aktiviertheit runter. Und es bedeutet dann etwas viel weitgreifenderes als nur diese Schlafhygiene-Aktivitäten, bei denen man so die Zeit kurz vorm Schlafengehen ändert, bei denen man ein bisschen seinen Schlafrhythmus anpasst und so weiter und sportlich aktiv ist, sondern das heißt, dass man eigentlich sein ganzes Leben ändern muss. So, dass das Leben ruhiger wird, so dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigen kann, und zwar auf eine positive Weise, nicht so mit Sorgen und Ängsten, sondern mit schönen Dingen, die einem gut tun, und halt auch mit Ruhe, mit der Ruhe, die man braucht, um diesen ganzen Gedankenstrom, der in einem abläuft, aber auch diese ganze körperliche Aktiviertheit verarbeiten zu können. Naja, und neben der Ruhe braucht man jetzt eben vor allem für diese körperliche Beruhigung braucht man natürlich auch eine körperliche Aktivität. Also das ist schon sehr wichtig, dass man eigentlich täglich körperlich aktiv ist und nicht die ganze Zeit rumsitzt, wie es ja viele im Büro oder in der Schule tun oder an der Uni oder halt auch zu Hause am Computer, vom Fernseher, vom Handy. Überall sitzen die Leute rum, die ganze Zeit wird rumgesessen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, welche Aktivität, also so dieses Rumlaufen, Rumrennen, wie es in anderen Berufen üblich ist, das hilft natürlich auch nicht sehr viel mehr. Es muss gesunde Bewegung sein, die den Körper gut tut und bei der man eben auch Emotionen ausleben kann. Also halt auch was Kreatives. Kreativität, die den Körper mit einbezieht, das ist, denke ich, etwas sehr Wichtiges, um so eine Überaktiviertheit verarbeiten zu können und das eben nicht nur auf der kognitiven Ebene, sondern auf der körperlichen und emotionalen Ebene. Naja, und wenn es dann in diesen Techniken immer heißt, man soll nicht zu anregende, zu erregende Dinge tun oder sich vorstellen oder sich damit beschäftigen, dann ist das bei diesen Techniken immer nur auf die Zeit vor dem Schlafen und in der Nacht beschränkt. Und deswegen ist das nicht genug. Natürlich soll man jetzt auch nicht vor Problemen davonlaufen, aber manche Probleme kann man wirklich einfach vermeiden, indem man seinen Alltag vereinfacht und indem man schlechte Kontakte aus seinem Leben ausschließt, die einem nicht gut tun,
indem man schlechte Arbeitsplätze los wird, die einem nicht gut tun. Das ist natürlich alles nur in eingeschränktem Maße möglich, wie man sich das dann auch zum Beispiel finanziell leisten kann. Aber wenn man es sich finanziell leisten kann, dann würde ich schon empfehlen, so wenig arbeiten wie möglich. Wir haben nichts davon. Die Frage ist halt auch, was man so finanziell überhaupt braucht. Und das hängt dann damit zusammen, was man in seiner Freizeit so alles an unnötigen Dingen tut und ausgibt. Also nicht nur Dinge, die man sich kauft, sondern auch Lebensumstände, die man sich schafft, die man dann wieder durch sehr viel Arbeit finanzieren muss. Sodass dann sowohl die Arbeit wie auch die Freizeit total überfordernd ist und überstimulierend ist. Was man eigentlich gar nicht bräuchte. Das heißt, mein Tipp, um wirklich runterzukommen, nicht nur kurz vorm Schlafen, sondern grundsätzlich im Leben, wäre wirklich zu versuchen, in der Freizeit und auf der Arbeit bzw. Schule meinetwegen auch eine Vereinfachung anzustreben, dass man sehr viele verschiedene Lebensbereiche sich anschaut und guckt, brauche ich das, tut mir das gut? Und gibt es da vielleicht Alternativen, die sehr viel stressfreier sind, sehr viel weniger Ressourcen brauchen? Das ist natürlich jetzt auch aus anderen Gründen sinnvoll. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir sowieso eine Reduktion unseres Lebensstils brauchen werden, und zwar sehr dringend, um einen Klimakollaps zu verhindern oder um zumindest die Folgen des Klimawandels abzuschwächen. Und aber es werden natürlich trotzdem verheerende Folgen kommen, und damit müssen wir auch irgendwie umgehen. Das heißt, es wird sowieso irgendwann einen Systemwechsel geben, ob wir das wollen oder nicht. Und wir müssen uns an ein einfacheres Leben gewöhnen. Und es lohnt sich einfach jetzt schon damit anzufangen, auch aus diesem Grund. Also angesichts der drohenden Katastrophe würde ich persönlich überhaupt keinen Wert mehr auf Karriere zum Beispiel legen, auf großartige Zukunftspläne. Das ist alles so ungewiss. Ich habe sowieso noch nie viel davon gehalten, weil das Leben immer ungewiss ist und es immer besser ist, sich um die Gegenwart zu kümmern. Sich natürlich für die Zukunft Optionen freizuhalten, aber nicht wirklich mit sowas wie Rente oder so zu planen. Also ich propagiere jetzt kein Einsiedlerleben, alleine in der Natur mit Survival Skills. Das funktioniert auch nicht. Die meisten werden so nicht überleben können. Sondern wovon ich rede, ist wirklich die Reduktion von Dingen, die nicht nötig sind, uns aber im ersten Moment nötig erscheinen, weil sie so normal sind. Welche Ansprüche habe ich eigentlich an meine Freizeit? Was muss ich Großartiges schaffen und erreichen? Kommen die Ansprüche wirklich von mir oder sind sie von der Gesellschaft? Und was bedeutet Gesellschaft in dem Kontext, vor allem die Leute, mit denen ich zu tun habe oder mal zu tun hatte? Und wenn man dann seine Freizeit so stark vereinfacht hat, dann braucht man auch nicht mehr so viel Geld, dann braucht man auch nicht mehr so viel arbeiten. Wenn man weniger arbeitet, braucht man vielleicht auch kein Auto mehr. Und dann muss man noch weniger Geld ausgeben und so weiter. Also man kann hier schon seinen Alltag, sein Leben sehr viel vereinfachen, um dann in der Lage zu sein, sich um seine Grundbedürfnisse zu kümmern, also die emotionalen Grundbedürfnisse, die aber auch körperlich Auswirkungen haben, wie eben zum Beispiel auf die Schlafqualität und auf die allgemeine mentale Gesundheit. Und so kann man sich dann viel mehr in der Natur aufhalten, kann man sehr viel mehr Ruhe erfahren, sehr viel mehr Kreativität ausleben, ganz ohne Ansprüche einfach nur kreativ sein, indem man seine Impulse auslebt, ohne dass es jetzt irgendein Produkt werden muss, das irgendjemand gefallen soll. Und so kann man sich mit sich selbst beschäftigen auf eine Art, die positiv ist, die zum Beispiel gute Stimmung gibt und mit der man dann halt auch Traumas viel besser bearbeiten kann und sehr viel mehr Ressourcen hat, um sich um andere Dinge, die wirklich wichtig sind, zu kümmern. Wenn man dann doch irgendwelche Ziele hat, Projekte umsetzen will, Aktivismus oder so etwas, gute Beziehungen haben, dann hat man überhaupt erst die Zeit dafür und halt auch die emotionalen Ressourcen. Wenn genug Leute das machen, hat das ja zum Beispiel auch vielleicht gesellschaftliche Konsequenzen. Und wenn man dann sieht, man muss gar nicht immer Karriere machen,
und seinen Körper optimieren und es auf Instagram teilen oder so. Man muss gar nicht zu jeder Party gehen und sich mit seinen Eltern oder Vermietern gut stellen und unnötige Kontakte eingehen. Man muss keine Familie gründen. Man braucht keine weit entfernten Urlaube. Vielleicht noch nicht mal ein Auto. Man braucht eigentlich eher Qualität im Leben, Bedeutung, also Ruhe und das sich besinnen auf sich selbst und gesunde Bewegung und gesunde Kontakte und Kreativität ohne Ansprüche. Es ist möglich, so zu leben, zumindest zu einem gewissen Grad. Es kommt immer darauf an, wie viel Glück und Pech man im Leben so bisher hatte und in welcher sozialen Stellung man gerade ist. Es ist allerdings nicht nur für Privilegierte etwas, da zumindest ein bisschen in diese Richtung zu gehen, sondern für alle. Nur dass es eben für jeden ein bisschen anders aussieht, wie man in diese Richtung gehen kann. So, das ist mein Take, was Schlafhygiene und kognitive Verhaltenstherapie angeht, wie man das erweitern sollte. Und dann kann man gleichzeitig eben auch diese ganzen Techniken einsetzen, zumindest wenn sie einem gut tun. Entspannungstechniken, den Schlafrhythmus bearbeiten, verbessern, sich grundsätzlich überhaupt erstmal Zeit nehmen, genug schlafen zu können und auch sowas machen wie Imaginationen oder Hypnose oder so. Das sind halt also auch Sachen, die an sich einfach Spaß machen können, die an sich gut tun können, also eine Ressource darstellen, mal ganz unabhängig davon, ob man sie einsetzt zum Einschlafen. Ja, so viel erstmal. Zu dem Grundsätzlichen, in der nächsten Episode werde ich dann auf konkrete Imaginations- und Hypnosetechniken, auch ein bisschen auf Entspannungstechniken eingehen. Also einfach ein paar von diesen Übungen vorstellen, vorführen und dann könnt ihr euch daran bedienen. Ich hoffe, ihr habt Erfolg. Schreibt mir gerne Kommentare dazu. Ihr könnt mich auch per E-Mail erreichen unter traumbewusstsein@gmail.com. Und dann bis zum nächsten Mal. Schlaft gut.